Der Kunde ist König. Wie oft haben Sie diesen Satz schon gehört in Ihrem Berufsleben und sich gefragt, stimmt es wirklich? Oder stehen nicht wir selber und unsere veralteten Entwicklungsmethoden und Glaubenssätze viel zu häufig im Mittelpunkt? Die Antwort dazu gleich hier im Video. Was müssen Unternehmen tun, um in immer umkämpfteren Märkten Marktführerschaften zu erhalten oder auszubauen? In den meisten innovativen Märkten wird echter Kundennutzen mittlerweile hauptsächlich durch Projekte erzeugt. In Projekten zählen Kosten, Termine und die Qualität. Und gleichzeitig müssen wir auch noch aufpassen, dass die Risiken nicht zu groß werden und sie beherrschen. Je besser es Unternehmen schaffen, ihre Projekte zu managen, umso besser sind sie auch darin, echten Kundennutzen zu schaffen, und zwar in der dafür veranschlagten Zeit. Wie in vielen anderen Bereichen denken wir auch hier meist linear. Wir gehen also davon aus, dass sich der Kundennutzen proportional zur verwendeten Zeit erhöht. Doch ist diese Annahme wirklich richtig? Denken wir speziell in der Medizintechnik an die Verwendung des Wasserfallmodells oder des V-Modells. In diesen Modellen werden zu Beginn des Projektes erst einmal die Anforderungen geklärt und immer weiter heruntergebrochen, bis man irgendwann in die Umsetzung gelangt. Und später, auf der anderen Seite des Vs, wird jede dieser Ebenen wieder getestet, ob das, was ursprünglich geplant war, auch dem entspricht, was nachher beim Projektende wirklich herausgekommen ist. Den reellen Verlauf des Projektes kennen jedoch viele von uns aus leidvoller Erfahrung. Denn der Kundennutzen wächst in solchen Modellen mitnichten linear. Stattdessen ist im V-Modell erstmal über einen langen Zeitraum im Projekt kein Kundennutzen ersichtlich und erst ganz zum Ende, wenn die Abnahme stattfindet, dann kann dieser Kundennutzen realisiert werden, das Projekt wird getestet, abgeschlossen, freigegeben und erst hier kann der Kunde wirklich etwas mit dem Produkt anfangen. Ein zusätzliches Problem ist, dass wir den Kundennutzen in der Regel zu Beginn des Projekts noch gar nicht wirklich einschätzen können. Wir entwickeln also in eine Richtung, die gegebenenfalls sogar die falsche Richtung ist. Der zusätzliche Effekt, der dabei auftritt, ist, dass der Kundennutzen am Ende geringer ist als der, den wir eigentlich angenommen haben. Und das sieht dann so aus. Wie müssten wir anders vorgehen, um einen deutlich höheren Kundennutzen erzeugen zu können und um das Risiko einer Fehlentwicklung zu vermeiden? Nun, indem wir uns gleich zu Beginn mit dem Kunden zusammensetzen und ihn fragen, lieber Kunde, von den vielen Aufgaben, die im Projekt stattfinden sollen, welche sind denn die wichtigsten und welche geben dir den höchsten Wert? Das erlaubt es uns nun, die rote Kurve komplett auf den Kopf zu stellen. Wir können nämlich die wichtigsten Aufgaben an den Anfang des Projekts stellen und somit den höchsten Kundennutzen direkt zu Beginn des Projektes erzeugen. Diese Vorgehensweise nennt sich auch Pareto-Priorisierung. Das Pareto-Prinzip sagt aus, dass Sie in 20% Ihrer Zeit bereits 80% Ihrer Ergebnisse erzielen können. Das gilt sowohl im kleinen als auch in großen Aufgaben wie einem kompletten Projekt. Ein weiterer Vorteil: Wir können nun direkt mit dem Kunden in Feedbackschleifen gehen und den Kundennutzen speziell am Anfang deutlich in die Höhe schrauben, indem Fehler frühzeitig erkannt werden und behoben werden. Dieses Prinzip nennt sich auch Fail Fast. Natürlich macht keiner von uns gerne Fehler, aber wenn wir schon wissen, dass wir nicht alles wissen an den Anforderungen, die noch auf uns zukommen, dann ist es doch am besten, wir machen diese Fehler so früh wie möglich und erzielen noch einen Nutzen aus den Fehlern, indem nämlich die Fehler uns dabei helfen, uns in die richtige Richtung zu entwickeln. Jetzt stellt sich die Frage, geht es nicht noch besser? Denn wenn wir in 20% der Zeit schon 80% der Ergebnisse erzielen können, können wir dieses Verfahren nicht mehrfach hintereinander anwenden. Können wir nicht nach 20% der Zeit sagen, wir nehmen dieses Ergebnis und wenden danach Pareto noch ein zweites Mal an und nach einer gewissen Zeit noch ein drittes Mal.
und nutzen jedes Mal wieder die positiven Feedback-Schleifen, um uns noch weiter zu entwickeln. Und wenn wir diese Methode zu Ende denken, dann sind wir von V-Modell und Wasserfall bei Scrum angelangt. Der Entwicklungsmethode, die Projekte um Faktoren beschleunigen kann, indem sie Risiken nach vorne zieht, indem sie ständige Feedback-Schleifen mit dem Kunden einfordert und indem sie über Sprints die Arbeit des Teams synchronisiert und in richtige Bahnen lenkt. Dabei stellen sich nun zwei sehr positive Effekte ein, die Jeff Sutherland, einer der Gründungsväter von Scrum, in seinem Buch Scrum, The Art of Doing Twice the Work in Half the Time beschrieben hat. Zum einen erzeugen wir nämlich einen deutlich höheren Wert, in dem das Ergebnis des kompletten Projekts hier in unserem Fall auf das Ende des zweiten Sprints gezogen wird. Das heißt, der Wert der Kundennutzen hat sich nahezu verdoppelt. Und ein zweiter Effekt ist der, dadurch, dass die Teams sehr stark synchronisiert sind über die Sprints, lernen sie in kürzester Zeit sehr viel dazu und können dadurch eine deutlich höhere Leistung, eine deutlich höhere Velocity erzeugen, die dazu führt, dass die Projekte nochmals schneller werden. Vor allem, wenn diese Sprints iterativ hintereinander ausgeführt werden, dann stellt man fest, nach dem dritten, vierten Sprint ist ein Team wirklich eingespielt und kann ab da enorme Beschleunigungen zeigen.